alle nach Grand Central. Over. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Spider-Man. So, letzte Folge war wirklich katastrophal. Ey, wer schießt hier mit Helikoptern? Na gut. Würde ich sagen, wir holen uns noch ein paar Marken. Auf wem ihr schießt. Und Knockout. Fisk war verrückt, aber er liebte New York. Aber die Dämonen, die wollen anscheinend nur die Stadt zerstören. So, was liegt auf dem Weg da drin? Eine Nebenmission, eine neue. So haben diese Masken doch immerhin was Gutes. Sind gleich da. Und beginnen neue Nebenmission. Achtung an alle Einheiten. Haben Meldung über Druckgebiet. Officer an Gramercy benötigt. Bitte bestätigen. Spider-Man, bitte hilf mir. Was hatten die Arme, Liebe? Dame. Wir helfen doch allen und jeden, wo wir nur können. Alles okay, Ma'am? Carmen, mir geht's gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie, ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Hey, Spider-Man. Die Klinik ist in der Nähe. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Klar finden wir den. Müssen wir unseren Ruf als freundliche Spinners Nachbarschaft bewahren. Deswegen immer alle Nebenmissionen machen. Auch wenn wir wichtige Sachen dabei aus Acht lassen. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte?
Wenn das Foto rausgeht, ist schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Raus mit den Plänen. Sehr schön. Gutes Foto. Sieht gut aus. Denk dran, wenn du pennst, veröffentliche ich das Foto. So, und jetzt? Pläne. Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, ich lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, wenn ich kann. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Ja, ja. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Oder auch Zeit. Hast du sie? Ja. Sobald er das Foto sah, gab er gleich bei. Rodrigo ist ein Weicher. Hab dich! Du musst freuen. Zeig mal die Pläne. Das geht auch. Ja, genauso gefällt mir das. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber halt. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Nur aus. Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Ja, und wie? Ah, okay. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Ja. Ganz genau. Gangsterfilme bilden, wie man was ausrauben kann. Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Er geht zu diesem Bürogebäude. Ja, super. Nicht da rein. Nee. Aber ich bin Spider-Man. Tief. Ich hab die Pläne, Boss. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Gut, Roman ist bereit und wir sind später dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Oh, war ganz schön schnell da unten. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Yay, Auto stoppen. Ich muss aufholen. Das schaffen wir doch. Relativ zügig.
komm. Schon. Was zur Hölle? Spider-Man? Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Hey, Carmen. Der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er The Sean am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem The Sean. Danke, Spider-Man. Bitteschön. Wir helfen doch immer wieder gerne. Weiß doch jeder. Sind hier nicht umsonst die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. So, gut. Auf den Weg. Gut, Forschungsbasen nicht unbedingt. Wir können eine kleine Fotosession einlegen. Entschuldigung. Uniformierter Spider-Fanboy mich trollen, wie die jungen Leute sagen. Er behauptete, Spider-Man tue der Stadt etwas Gutes, indem er Lecks in Wassertürmen stopfe. Ich sag Ihnen mal, warum diese Spinne mit Spatzenhirn auf diesem Wasserturm war, Leute. Weil er das Wasserdrucksystem manipuliert hat. Er wurde zuvor gesehen, wie er an einem Regler war, den nur ausgebildete Arbeiter benutzen dürfen. Wach auf, Amerika! Spider-Man erschafft die Probleme, die er dann löst. Und dann sollen Sie ihn dafür bewundern. Und das Traurige ist, dass das viele auch tun. Zum Glück wissen Sie es besser. Dank mir. Yay, zwei Wortzeichen. 10:30, gepanzertes Fahrzeug wird von Maskierten bedrängt. Brauchen Einheiten north of Houston. Die Dämonen drehen durch. Sie terrorisieren die Stadt. Wenn... Den krieg ich doch. Mann im Vertrauen! Bekannt ihr als Dämonenbabys nicht genug Liebe? War Papa zu streng? Mama nie da und ließ euch weinen? Das sind gute Fragen. Pass mal auf, was du da machst. Nein, nein, nein. Ey, ich will meine Fokusleiste bald einsetzen. Warum kann man die... Treffen?
Dicken. Nicht so einfach mit der Fokusleiste. Da ist eine Taube. Oh, komm zurück, Vögelchen. Die Taube interessiert mich gerade nicht. Okay, nur noch. Ah, du hörst noch von mir, du. Du Schmutzfink. Bum, bum. Ach, Mist. Dum. Hilfe! Hilfe! Warten Sie! Hey! Der Tank geht hoch! Ui. Einen Panzerwagen ausrauben ist eine Sache. Aber hier geht es um Menschen. Komm schon! Die ist schnell! Ach da, die Taube. Denkt ihr schnell? Ich bin schneller. Denn ich bin. Hey. Wieso kann ich keine Tauben fangen? Gute Frage. Okay. Spider-Man, hier drüben. Der andere. Ach Quatsch. Achtung. Lass mich wieder Schwung holen. Rucksack. Ich weiß, ich wollte eigentlich woanders hin. So. Genau hier wollte ich hin. Pfannkuchenrezept. Tante Mays Rezept für Pfannkuchen. So, weiter geht's. Jetzt tun wir uns aber wirklich mal den ernsten Sachen annehmen. Haben genug rumgeblödelt. Da ist wieder. Ah, ist das alles für mich? Wow. Ey! Böse Dämonen! So... Aber jetzt wirklich. Meiner Nostradamus-ähnlichen Prophezeiung vorausgesagt habe, sind unsere Straßen nun voll von aufstrebenden Gangstern, die sich gegenseitig tyrannisieren, nachdem Spider-Man Wilson Fisk rücksichtslos ausgeschaltet hat. Mein nächster Gast hat einen bewaffneten Überfall überlebt. Wir sind froh, dass Sie wohlauf sind. Danke, das war so krass. Die Typen kommen einfach rein und wedeln mit Knarren rum. Schrecklich, wenn ein Geschäftsmann Angst haben muss, auf ehrliche Weise Geld zu verdienen. Ja, nur gut, dass Spider-Man vorbeikam und sie aufgehalten hat. Haben Sie nicht zugehört? Es ist seine Schuld! Ich wollte nicht laut werden, aber wenn ich bedenke, was Sie durchgemacht haben, werde ich emotional. Jared, unser Anrufer ist aufgewühlt. Gönnen wir ihm Ruhe. Mir geht's gut. Wiederhören! Der mag mich wirklich nicht. So, würde ich sagen... Anzüge. Neu... Ich weiß nicht, wo ich diese
Basismarken herbekommen. Geräte, was haben wir Neues? Herausforderungen zum Morgen haben wir nicht. Schade. Das können wir auch aufquaden. Und das ist auch eine Ui. Läuft gerade. Nein, schade. Das hier. Nein. Auch nicht, Mensch. Okay. Fertigkeiten. Ich will jetzt ein bisschen Ausweichfenster. Das. Schnellschwung. Ja. Weil ich wegen. Okay. Muss das sein mit den Luftdrecks? Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Oh, finde ich süß. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber... wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein Angriff, Sir. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie, meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung
könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Dafür, dass die Anrufe jede Woche kommen, hast du ganz schön geschockt. Ganz, ganz schlechtes Feuerwerk ist das. Miles! Miles, bist du okay? Oh mein Gott. Miles! Miles! Peter! Komm schon, Peter! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Was für ein Zufall, dass die zwei hier relativ nebeneinander liegen. Kann ich ja? Mom! Hey, Spidey! Nicht sterben, wir brauchen dich noch. Hey, MJ, kümmere dich gut um ihn. Das ist verrückt. Ich muss drumherum. Ach, nö. Ich dachte, du kletterst einfach mitten durch. Ach ja, ich bin ja Nummer 2 bei dir. Musst du, da kannst du nicht geduckt drunter durchlaufen, ne? Sieh doch das. Das rutscht weg. Miles. Oh, alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Okay, hör zu. Ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Dad. Nein. Miles, nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Ich glaube nicht, dass du wirst ihn vielleicht finden. Bradley, ich weiß es. Er stand genau hier.
Teufel. Super, und da gehst du jetzt runter. Da! 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 Wo wollt ihr denn bitte hin? Sankai, Idubulio. Ich kann außen rumgehen, um an ihnen vorbeizukommen. Dadurch. Nein, nein! Nein, bitte! Was ist denn das für ein komisches Leuchten, ne? Sagen wir, machen da in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.